Wir haben jetzt entschieden, dass die kommunalen Räumlichkeiten, die wir insgesamt haben, egal von welcher Mitarbeiterzahl oder Personenzahl, die in den Räumen sind, die von der Stadt betrieben werden, die werden geschlossen. Da gibt es keine Veranstaltungen mehr drin. Alle. Man kann dann immer noch, wenn man im Laufe der Woche sozusagen wieder sagt, ja, da kann man die so organisieren und kann das so und so organisieren, kann da folgende Einrichtung machen, kann man das wieder ändern. Aber wir möchten erstmal 3 Tage Luft haben, um sozusagen uns Gedanken machen zu können, wie kann man das minimieren, dass irgendjemand sich im Kontakt mit anderen ansteckt. Die gesundheitliche Lage in Magdeburg ist stabil. Es gibt keinen Grund für Unruhe, es gibt keinen Grund für Panik, schon gar nicht. Wir sind vor Ort und wir kümmern uns als zuständige Gesundheitsbehörde. Wir haben derzeit in Magdeburg 10 bestätigte Fälle. Diese 10 Fälle haben, weit über 100, an die 200 Kontaktpersonen zur Folge. Zu denen nehmen wir Kontakt auf, kümmern uns um diese Personen. Wohl aber müssen alle die positiven Fälle sowieso als auch die Kontaktpersonen in häusliche Quarantäne. Wir erwarten auch exponentiell ansteigende Infektionszahlen. Viele wissen wir noch nicht, viele kommen zur Untersuchung jetzt. Da wird sich in den nächsten Tagen mit Sicherheit einiges ergeben. Wenn es dann noch Gemeinschaftseinrichtungen treffen würde, die ja ohnehin ab Montag geschlossen sind, würden diese Gemeinschaftseinrichtungen aber auch nur dann in Quarantäne geben müssen. Quarantäne gilt nicht für die jetzt ab Montag geschlossenen Einrichtungen, wenn dort kein positiver Fall ist. Und wir haben im Stadtgebiet jetzt ab morgen 10 Uhr eine neue Fieberambulanz geschaffen, oder die ist noch im Entstehen, das sind alle fleißig, DHW und die Kassenärztliche Vereinigung. Und diese Fieberambulanz wird mit drei Ärzten und Schwestern besetzt werden, und dort werden dann durch das Gesundheitsamt und durch die Universitätsklinik und durch Hausärzte natürlich gesteuert, begründete Verdachtsfälle ihren Abstrich bekommen. Bis dahin sind die in Quarantäne und wir bekommen dann praktisch rund um die Uhr die Ergebnisse durch die Labore und reagieren dann auch genauso rund um die Uhr als Gesundheitsamt.